willkommen bei unserem Fight Fusion Channel. Wir zeigen euch heute den Flower Sweep. Ihr habt die Close Guard und möchtet euren Partner mit dem Flower Sweep sweepen. Ihr nehmt euch auf einer Seite das Handgelenk oder, wenn wir so wie jetzt den Gi anhaben, könnt ihr euch auch den Gi greifen. In beiden Fällen ist es wichtig, dass ihr den Arm rüberzieht, isoliert, damit sich der Partner später nicht in die Richtung abstützen kann. Das ist nämlich die Sweep-Richtung. Den haltet ihr fest. Mit der rechten Hand kommt ihr zwischen Ober- und Unterschenkel von eurem Partner auf der anderen Seite. Manchmal ist es schwierig, dass ich hier dazwischen greifen kann, weil er so fest drauf sitzt. Dann ziehe ich einfach meine Beine zu mir an. Dadurch entsteht eine Lücke und ich kann mit den Armen hier zwischendurch kommen. Gleichzeitig, während ich mich hier einfädle, mache ich meine Füße auf, ziehe mit der rechten Hand sein Bein hoch zu mir und pendle mit meinem Bein vorne vor seinem Kopf. Das linke Bein holt Schwung für den Sweep, das rechte Bein drückt später hoch in die Achse, weg von seinem Gewicht. Drücke ich nach hier vorne, werde ich ihn nicht sweepen können, weil er zu schwer ist. Drücke ich nach oben hoch in die Achse, komme ich weg von seinem Gewicht. In dem Moment, wo der Partner fällt, ist es wichtig, dass er den Fuß anwinkelt, dann rollt er schon drüber und ihr könnt hoch in die Mount.